Herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Crash Team Racing. Wir sehen hier gerade nochmal unsere Rekordzeit von 2 Minuten 44 auf Bocortex. Ja, wir waren zu langsam. Wir waren zu langsam und das kann ich einfach nicht glauben. Und ich finde es auch so absolut absurd und dumm und wir müssen da echt besser sein. Also, das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir nochmal beim Zug zu das Ganze angeguckt, wo der seine Trophy-Zeiten gemacht hat. Seine Rekordzeit war mit Pentapinguin 2:42. Ich war gerade bei meinem Kabel hier. Von meinem Handy, das ist nicht gut, Aufladekabel. Ja. Und damit hat er das wohl gerade so geschafft. Ich fand das ganz cool, dass er auch Pentapinguin nicht benutzen wollte, weil er den nur per Cheat freigeschaltet hat. Dann konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, also ich habe ehrlich gesagt echt keine Ahnung. Wer sich diese Scheiße hat einfallen lassen, ist doch bestimmt ein Fehler, oder? Also sowohl bei Tiny Tiger, bei Bocortex als auch bei Oxidgeist ist es nämlich so, dass die Zeiten, um die Tropigeister freizuschalten, kleiner, also kürzer sind, als die Zeiten, um Tropi zu besiegen. Also hier braucht man jetzt eine 2:40 bis 2:42, das weiß ich nicht genau. Neustart. Und auf der, nee, und bei dem Tropigeist, der hat dann irgendwas mit der 48er oder 50er, muss man dann erreichen, um den zu schlagen. Und das finde ich einfach so unglaublich dumm. Ich meine, es kommt mir so vor, als wäre mein alter Mathelehrer da am Werk gewesen. Von wegen, das Training muss härter sein als die Prüfung, ne? Ich meine, das funktioniert ja vielleicht in der Schule. Mag sein. Das hat immer ganz gut geklappt in den Klausuren und Arbeiten, aber doch nicht in einem Videospiel. Nicht hier. Echt nicht. Ich krieg's einfach nicht hin, hier ordentlich durchzudriften. Wobei ich es einmal sogar geschafft habe, mal. Bei irgendeinem Versuch. Ach, ich bin gerade sowieso nicht so gut hier im Fahren, Driften und sonst was. Ach, der Typ da in dem einen Video ist doch immer so dagegen gesprungen, ne? Fällt mir gerade wieder ein. So. Also, wir brauchen eine. Ja, ich weiß nicht. 40er? 42er? Ich weiß es nicht, was wir brauchen. Könnte man sich das halt im Durchschnitt ausrechnen. Keine Ahnung. Ach, es war übrigens keine 37er, wie ich immer behauptet habe, es war eine 47er. Das habe ich an den letzten paar Zimmer durchgängig behauptet. Ja, jedenfalls bei Oxidstation wird es immer dasselbe blühen. Da freue ich mich nicht drauf. Es war klar, dass das passiert, weil ich die Stelle einfach nicht kann. Ich kann sie nicht. Es geht mit Tiny auf jeden Fall, aber ich krieg sie einfach gerade nicht hin. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja gerade nicht schlimm. Wieso bist du nicht direkt nach... Du Honk. Du Honk. Einfach scheiße bist du, Tiny. Solange wir nicht runterfallen und immer die Abkürzung kriegen, sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Oder ach, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal, was bei rumkommt. Haben jetzt nicht mehr viel Zeit. 52er dürfen wir, glaube ich, erreichen. Naja, wer... Ich habe mich wieder zu viel rumgerechnet, mein Gott. Soll einfach fahren. Oh nein, jetzt geht meine Uhr. Boah, leck mich doch. Ich hasse das, ne? Wenn man einmal für die YouTube-App, diesen scheiß Bildschirmdrehen-Kack anmacht und dann bei jeder Gelegenheit der Bildschirm dreht. Ich meine, ich lege mein Handy nur auf den Boden und der Bildschirm dreht sich. Wieso? Wenn ich es irgendwie nach links oder rechts neigen würde, gut. Von mir aus, dann soll es ja auch so sein. Aber nicht, wenn ich das Ganze mal auf den Boden lege. Ja, super, schon wieder... Ein paar Tausendstel verloren. Hundertstel. Ist doch kacke. Das macht mehr Sinn hier so. Und nicht immer mit einzelnen Drifts und... Ach, leck mich doch! Ich bin da so kacke! Mann! Weißt du, bei einem Tropigeist freischalten. Bei Oxid okay, aber... Beim Tropigeist, um ihn freizuschalten, muss man jetzt hier so penibel sein. Das ist doch lächerlich. Wirklich. Das ist echt lächerlich. Mann, das ist auch lächerlich. Wieso bleibst du da hängen? Ich bin einfach nur angepisst, weil das überhaupt keinen Sinn ergibt. Wirklich. Mein Gott. Ich meine, okay, mein Spiel ist nicht gehackt, nicht kaputt, sonst was, aber trotzdem. Das war sehr dumm von mir jetzt. Jetzt kann ich die ganzen nachfolgenden Kurven vergessen. Wobei ich dann noch irgendwie ganz gut durchgekommen bin. Frag mich nicht, wieso. Das ist jetzt vielleicht ganz gut. Ja, das war super.
Wobei ich den letzten Boost auch noch hätte machen sollen wahrscheinlich. Also die Runde sieht bisher ganz gut aus, auch wenn ich es am Anfang scheinbar verkackt hatte. Scheiß drauf, dann bin ich halt gegen die Wand gekommen. Einmal. Nicht so schlimm. Aber hier eine 47er ist trotzdem... Ja, das ist übel. Das stimmt. Und ich benutze auch noch nicht so die ganzen Tricks, die man benutzen sollte. Weil ich es auch einfach nicht kann. Werde ich. Aber wenn wir jetzt dreimal eine 53er kriegen sollten, ne? Dann müsste es ja auch reichen. Ich meine, 50 mal 3. 50 mal 2 sind 1,40. Dann landen wir bei einer 1,30. So. Dann nochmal 9 Sekunden drauf. Landen wir bei 1,39. Ah, das heißt, wenn wir immer eine 53er hätten, wäre es vollkommen ausreichend. Ich habe jetzt eine 52er gehabt in der ersten. Und das Problem ist, dass ich jetzt unglaublich scheiße bin. Also es wird wahrscheinlich eine 54er, 55er werden überhaupt. Das heißt, da muss ich jetzt den Durchschnitt in der letzten Runde wieder rausreißen. Mann! Du Nutte! Du bist doch kacke. Kacke bist du. Super, ey. Darf ich eine 53er haben, ne? Doch, ich darf eine 53er haben. Das ergibt gar keinen Sinn. Doch, ergibt Sinn. Ich war ja bei einer 49 war das ja. Ausgerechnet. Mit 3x 53. Ganz ehrlich, ich nehme das Turbofeld auch nicht mit, weil dann habe ich eine bessere Chance hier ordentlich rumzukommen. Auch wenn ich dann Turbo weniger habe. Aber da ist mir erstmal lieber auf Sicherheit zu gehen. Für den Oxidgeist werde ich das Turbofeld brauchen, da bin ich mir sicher. Aber nicht für den Tropigeist freizuschalten, nee. Genau so hat er es immer gemacht. Wie, du schaffst den Sprung jetzt nicht oder fällst da runter oder sonst was. Super. Das war eine tolle Runde bisher. Jetzt sollten wir es schaffen. Jetzt sollten wir es schaffen. Doch, jetzt schaffen wir das. Du hältst dich für schnell, was? Mal sehen, ob du meine Bestzeit auf dieser Bahn schlagen kannst. Ich kann sie schlagen aus dem Grund, dass ich sie freigeschaltet habe. Weil mit der Zeit schlage ich dich um 10 Sekunden. Und das ist einfach nur so... Wer hat sich das ausgedacht? Mein Gott. Weil da irgendein besoffener Entwickler die Zeiten vertauscht hat. Das ist total... Da. Der hat die wahrscheinlich nicht vertauscht, weil... Für einen Chopi wäre auch die Zeit, um den freizuschalten, ziemlich utopisch, finde ich. Also... Naja. Aber der hat schon... Der fährt schon ganz gut eigentlich. Aber der nimmt halt die Abkürzung nicht und das ist sein Problem. Deswegen kann man ihn immer schlagen. Der springt da so ganz komisch. Ja. Aber ich bin schlechter als gerade. Das ist nicht schön. Aber gut, in der zweiten Runde baue ich ja sowieso Mist. Insofern nicht so schlimm. Gott, war das scheiße. Egal. So, und jetzt ist er halt schon Ewigkeiten weg, weil wir die Abkürzung benutzt haben und er sie halt nicht benutzt. So. Ich bin sogar noch schneller als gerade. Das ist toll. Ja, Oxid wird hier ein Spaß. Also das wird, glaube ich, die schwierigste Strecke ever. Scheiß auf Crashbucht, auf Coco Park, das wird die schwierigste Strecke. Behaupte jetzt einfach mal. Oder vielleicht auch Oxidstation. Ist ja seine Heimstrecke dann. Keine Ahnung. Ich wollte schon sagen, habe ich da so viel Mist gebaut für ihn schon? Den Mist habe ich doch erst hier gebaut, glaube ich. Irgendwo. Habe ich das Torfeld doch mitgenommen, obwohl ich es gar nicht wollte. Komme ich hier wieder ordentlich durch. Sehr gut. Macht aber eigentlich schon Bock. Also es macht richtig Bock hier. Vor allem mit Tiny durchzudriften. Weil das ist halt so ein Charakter, mit dem man es eigentlich nicht machen kann. Das ist so die ultimative Herausforderung. Bei Cortex mit Tiny, weil es ist so ein schlechter Charakter vom Handling. Ja, hier habe ich verkackt, genau. Aber den halt trotzdem irgendwie um die Kurve zu steuern, das ist schon, macht schon Bock. So eine Challenge zu machen. So. Wieder eine 51er Zeit. Keine besonders gute, aber. Wir werden immer besser. An der einen Stelle, da man Boost mehr ausreizen, mehr ein Turbofeld mehr ausreizen, das ist schon. Das kann schon so entscheidend sein. Und auch hier nicht festhängen, sondern ordentlich durchzukommen. Das kann alles so entscheidend sein später. Bei Oxid. Oder auch hier ein Boost länger. Dann bekommt man noch so viel Turbo. Man driftet zwar weiter nach rechts, aber man bekommt trotzdem noch so viel Turbo.
Das klingt so nerdig, was ich alles sage. So, hier gegen, genau. Alles korrekt. Okay. Zack, zack, zack. Und wir sind da. Ich kann nicht glauben, dass du meine Bestzeit geschlagen hast. Jetzt musst du gegen Oxid fahren und ich bezweifle, dass du den schlägst. Ich weiß nicht mehr, was Oxids Zeit war. Wisst ihr was? Ich will jetzt mal kurz gegen den fahren. Ich will jetzt einfach mal gegen den fahren, um zu gucken, wie der ist. Weil ich meine, der war irgendwas mit... In den 30er-Regionen auf jeden Fall. Mit der Zeit könnte man eine Chance gegen ihn haben. Ganz ehrlich. Der benutzt die Abkürzung ja sehr wahrscheinlich auch. Aber ob der alles so wahnsinnig gut ausnutzt... Ja, jetzt hatte ich irgendwie einen Power-Failure. Das ist natürlich nicht so gut. Einfach mal abchecken. Die grüne Potze. Damit habe ich es mir jetzt ja erst recht versaut. Was hatte ich jetzt? Ein 34er, ne? Weil ich meine, da war irgendwas mit 31, 32, 33 in der Region. Weil ich meine, ich hatte beim letzten Mal gesagt, ich muss noch irgendwas mit über 10 Sekunden aufholen, glaube ich, oder so. Das wäre ja dann der Fall. Weil ich beim letzten Mal irgendwas mit 44 hatte. Mann! Wieso kriege ich jetzt die Kurve nicht? Hier habe ich gerade dreimal, glaube ich, Bravo-Grüße hinbekommen. Vielleicht nur zweimal, ich weiß es nicht. Trotzdem habe ich die Bravo-Grüße hinbekommen. Ich muss halt schon wieder ein Päckchen annehmen. Das ist sehr schlimm, wenn das jetzt gleich kommen sollte. Wenn ich hier gerade mitten im Run bin und vielleicht sogar Oxid. Bevor Oxid bin. Ne? Oh Mann! Ja, das ist hier so. Das ist eine Millimeterentscheidung hier. Ganz ehrlich. Fuck. Ich will es jetzt aber auch unbedingt mal wissen. Ich will den eigentlich echt noch nicht machen, aber ich will jetzt wissen, wie er so ist. Ich sehe ja, wie er ist. Er ist schnell. Das konnte ich mir auch vorher ableiten. Aber wo vielleicht potenzielle Sachen sind, wo man den überholen kann. Also wo man Zeit einsparen kann, wo er Zeit liegen lässt. Turbo fällt, da gewinnt er natürlich Zeit. Dafür habe ich hier mehr Kontrolle. Also mehr Kontrolle als sonst, wenn ich das Turbofeld mit benutze. Nicht mehr Kontrolle als er, leider nicht. Da springt er auch ab. Das habe ich bisher immer als Fehler anerkannt. Also da habe ich gedacht, das ist ein Fehler. Bin jetzt nicht gegen die Wand gesprungen. Kacke. Natürlich springt er da drüber, ganz klar. Keine Ahnung, was der für eine Rundenzeit hat. Bestimmt eine glatte 50er oder sowas. Können wir jetzt mal gucken. Ja, nicht eine glatte 50er, aber in etwa eine 50er. Auf der Geraden bin ich irgendwie viel schneller als er, habe ich das Gefühl. Ich bin aber eng dran, finde ich. Beziehungsweise ich bin gerade wieder eng nah rangekommen. Weil ich zwischenzeitlich ja mal wirklich weit weg war. Also hier muss man das Feld mitbenutzen, auf jeden Fall. Das kann man es vergessen. Und ich kann es jetzt vergessen. Ich fahre aber trotzdem mal weiter. Ja, jetzt fahre ich... Ja Gott, komm, wir fahren weiter. Und wenn wir nur gucken, wie nah unser netter Schatten da dran ist. Unser Geist. Aus reinem Interesse. Ich will das jetzt mal wissen. Weil so weit ist unser Geist jetzt da eigentlich nicht von weg. Und wir sind auch nicht so weit von unserem Geist weg, auch wenn wir jetzt halt Mist gebaut haben. Was halt daran liegt, also das liegt daran, dass wir Mist gebaut haben, dass wir jetzt so weit vom Geist weg sind. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welcher blinkende Punkt welcher ist, aber aus dem Sachzusammenhang ergebe ich einfach mal, dass dieser stark blinkende Punkt Oxid ist. Das würde nur Sinn machen, weil wieso soll ich plötzlich vor meinem vor Oxid sein? Ja, aber ich glaube, ich hätte echt eine ganz gute Chance gegen den. Ich meine, guckt euch an. Guckt euch das an. Wir sind so nah beieinander. Also ich gucke jetzt wirklich nur auf die Karte. Also ich fahre jetzt noch ein bisschen Praxisübung und so. Das ist echt eng. Aber jetzt bin ich runtergefallen. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Guck mal. Also guckt euch das bitte an. Das ist echt extremst eng. Das ist extremst eng. So.
Level wählen, gucke ich mir an, was jetzt als nächstes kommt. Was ist überhaupt noch übrig? Engine Labor ist auch noch übrig, glaube ich, ne? Engine Labor, Heißluftbahn, Oxidstation. Das müssten die sein, die jetzt noch übrig sind. Wobei, nee, Heißluftbahn haben wir gemacht, genau, okay. Engine Labor, Oxidstation und dann halt noch Rutscharena und Turbobahn, klar. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part mit Engine wieder, unserem alten Kumpel. Den werden wir dann benutzen, um dann das Engine Labor zu machen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part genau hier wieder. Und ich freue mich schon. Ich glaube, ich mache Bokodex wirklich als erstes. Die Zeit-Challenge. Ich glaube, das mache ich wirklich. Bei Tropi. Bei Oxid. Naja, schauen wir mal. Bis dahin. Tschüss.